Liebe Mitarbeitende, ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Wieder eine Videobotschaft, allein daran sieht man schon, dass uns die Pandemie nach wie vor fest im Griff hat. Mein Eindruck ist, wir können Pandemie. Sie alle beweisen das jeden Tag. Sie zeigen, dass unsere Arbeit wichtig ist, dass wir sie fortsetzen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind, dass wir für die uns anvertrauten Menschen da sind. Nach 2 Jahren Pandemie merken wir aber auch deutlich, welche Kraftanstrengung uns dieses Dasein kostet, was die Pandemie uns abverlangt. Und das gilt für unser berufliches Leben genauso wie für unser privates. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass es immer wieder Momente gibt, wo wir innehalten können, wo Zeit ist, sich über Vergangenes Gedanken zu machen, im Hier und Jetzt anzukommen und Kraft und Energie für das neue Jahr zu sammeln. Eigentlich wollten wir Sie dieses Jahr hier zu uns in die Geschäftsstelle, in den Innenhof einladen, in unseren Klosterhof. Und wir wollten gemeinsam mit Ihnen mit dem Herzen hören. Mit dem Herzen hören, das soll ein neues Format sein, wo wir uns treffen wollen, gemeinsam einen Text hören, ein Lied singen. Und dieses Jahr hätte es so sein sollen, dass wir bei einer Tasse Glühwein gemeinsam kurz innehalten und auf das vergangene Jahr schauen. Leider lässt die aktuelle pandemische Lage auch das nicht zu. Nichtsdestotrotz, wir werden an dieser Idee festhalten und wir werden sie im neuen Jahr, sobald es möglich ist, umsetzen, in unregelmäßigen Abständen und dann auch an verschiedenen Orten in der Diakonie. Mit dem Herzen hören. Diese Reihe wollten wir beginnen mit einem Text über das Zuhören. Und wenn es schon persönlich nicht möglich ist, so wollen wir Ihnen zumindest auf diesem Weg diesen Text mit Ihnen teilen. Der Text stammt aus dem Buch Momo von Michael Ende. Zuhören. Was die kleine Momo konnte wie kein anderer, das war Zuhören. Das ist doch nichts Besonderes, wird nun vielleicht mancher Leser sagen. Zuhören kann doch jeder. Aber das ist ein Irrtum. Wirklich zuhören können nur ganz wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Momo konnte so zuhören, dass dummen Leuten plötzlich sehr gescheite Gedanken kamen. Nicht etwa, weil sie etwas sagte oder fragte, was den anderen auf solche Gedanken brachte. Nein, sie saß nur da und hörte einfach zu, mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Dabei schaute sie den anderen mit ihren großen, dunklen Augen an und der Betreffende fühlte, wie in ihm auf einmal Gedanken auftauchten, von denen er nie geahnt hätte, dass sie in ihm stecken. Sie konnte so zuhören, dass ratlose oder unentschlossene Leute auf einmal ganz genau wussten, was sie wollten. Oder dass Schüchterne sich plötzlich frei und mutig fühlten. Oder dass Unglückliche und Bedrückte zuversichtlich und froh wurden. Und wenn jemand meinte, sein Leben sei ganz verfehlt und bedeutungslos und er selbst nur irgendeiner unter Millionen, einer, auf den es überhaupt nicht ankommt und er ebenso schnell ersetzt werden kann wie ein kaputter Topf. Und er ging hin und erzählte alles das der kleinen Momo, dann wurde ihm, noch während er redete, auf geheimnisvolle Weise klar, dass er sich gründlich irrte, dass es ihn, genauso wie er war, unter allen Menschen nur ein einziges Mal gab und dass er deshalb auf seine besondere Weise für die Welt wichtig war. So konnte Momo zuhören. Ich wünsche Ihnen und uns allen, dass wir immer wieder die Erfahrung machen dürfen, dass wir alle, genauso wie wir sind, richtig und wichtig sind, jeder Einzelne genau auf seine Art. Frohe Weihnachten!